Hallo, sei gegrüßt, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über das Thema Augenbrennen, Migräne, Druck in den Augen. Vielleicht spürst du das manchmal. Ich zeige dir eine coole Übung, die du jetzt sofort machen kannst. Alles, was du brauchst, ist ein kleiner Faszienball. Wenn du keinen kleinen Faszienball hast, dann ja, würde ein Tennisball im Grunde genommen auch gehen. Hast du auch keinen Tennisball, dann probier es mal mit einem Apfel. Den besten Effekt allerdings hast du wirklich mit einer Faszienkugel. So einen kleinen, die auch nicht zu hart ist. Meine hier ist von Liebscher und Bracht. Ich finde, die sind wirklich am besten und verwende die sehr, sehr gerne. Aber probier es ruhig mit allem aus und schau, was bei dir am besten funktioniert, ja? Also, wir brauchen die kleine Kugel und werden jetzt, greif mal da auf deine Augen. Du fühlst hier wahrscheinlich, ich zeige es jetzt einfach kurz mal anhand von Josef, hier, die Augenhöhle. Wir werden die gesamte Augenhöhle mit dieser Faszienkugel massieren sozusagen. Auch die Schläfe, das sind nämlich ganz viele Triggerpunkte. Wenn wir die langsam auflösen, dann passiert Folgendes, dass du dich, du wirst erstens einen großen, großen Unterschied merken zwischen rechten Auge und linken Auge. Das ist ein Wahnsinn, was sich da alles löst. Manche berichten auch, dass sie besser sehen können und es hat auch eine gute Auswirkung auf, also wenn du Kopfschmerzen hast, Migräne hast, dann hilft das auch. Deswegen mach das jetzt unbedingt mal nach und du wirst den Effekt sofort spüren, versprochen. Nimm die Kugel, wir fangen hier an. Also in dieser Mulde, ja? Gibst du den Ball rein und machst kleine spiralförmige, also wirklich so spiralförmige Bewegungen. Das machst du ganz, ganz langsam. Das tut voll gut. Das machst du ganz, ganz langsam und schau, dass du wirklich entlang der Kante, die ich dir vorher bei Josef gezeigt habe, dass du entlang der Kante massierst. Ganz langsam und wirklich auch einen schönen Druck. Und wenn wir jetzt entlang bei der Außenkante sind, dann gehen wir rüber zur Schläfe, ja, an die Schläfe, maximaler Druck wieder, ganz wichtig. Oh, das tut so gut, ich sag's dir, ich genieße es. Ja, und dann gehst du, dann marschieren wir weiter. Wenn du das alleine zu Hause machst, mach's bitte noch langsamer, ja. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, dass dir nicht langweilig wird, aber mach's ruhig langsamer. Und es ist auch gut, dass wirklich, dass die ist wichtig, dass die Kugel rollt und nicht du deine Haut hin und her wischst, sondern dass die Kugel wirklich auch rollt, langsame Bewegungen rollt. Und dann kommen wir wieder in die Mitte. Ja, auch da nochmal schön rein. Und dann, oh, wow, tut richtig gut. I love it. Du wirst gleich den Unterschied merken, rechts und links, das ist alles viel durchbluteter, alles viel wacher, viel bewusster, viel besser. Und es hilft, wie gesagt, auch, wenn du einen Druck in den Augen verspürst, wenn du nicht keine gute Sehkraft hast, unterstütze ich das auch, dass du wieder besser sehen kannst und eben auch bei Migräne. Ja, teile dieses Video mit allen Menschen, die du kennst, denn das soll wirklich jeder wissen und jeder erfahren, ja, wie genial das ist. Und also teile dieses Video, hinterlasse gerne einen Daumen hoch, wenn du auch dieses geniale Gefühl erlebt hast, wie ich es gefühlt habe. Und schreib mir in den Kommentaren eben, was du für Erfahrungen gemacht hast. Ganz, ganz interessant finde ich das, jedes Mal wieder aufs Neue zu hören, ja, was Menschen damit für Erfahrungen machen. Und ja, abonniere diesen Kanal, wie gesagt, auch das Glöckchen unbedingt anklicken, damit du auch immer schön informiert bist, ja, wenn ein neues Video kommt. Ich wünsche von Herzen alles, alles Liebe und die beste Gesundheit. Tschüss!